So, also hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge Pack to Glory. Hier ist unser Team. In der letzten Folge haben wir nur Rojo gezogen und sonst eigentlich keinen guten. Das Team sieht ziemlich gut aus, aber wir brauchen zwei bessere Stürmer und einen Torwart aus der Premier League. Und dann haben wir erstmal volle Chemie und zweitens halt ein bestes Team. Ist ja irgendwie klar. So, mal sehen, wie es in der Liga aussieht. Wir sind in Liga Nummer 7. Ich hab's wieder auf Englisch. Ich bin behindert. Nein, zurück. Okay, eine Niederlage, ein Sieg. 3 Punkte nach 2 Spielen. Und heute könnten wir schon mal den Klassenerhalt sichern. Also, ich will nicht so lange reden. Ich suche jetzt ein Spiel. So, hier ist der erste Gegner. Quex ist sein Name. Gut, er hat schon verstanden, dass er ein anderes Rico nehmen muss. 3-4-1. 2 Formation. Holy. Liga fucking 7. Liga 7. Und er hat eine 85er Wertung. Was ist mit diesem Spiel schief gelaufen? Wieso hat der Dechea und Company nicht auf volle Chemie? Hat er eigentlich eine Behinderung? Chikaui. Oh, mach doch einen scheiß Job, du 5-Sterne-Skiller. Oh, Gidi. Komm schon da hinten. Aiden. Als ob ich den dann nicht getunnelt habe. Aber egal. Es geht weiter. Das Leben geht weiter. Cisse läuft. Cisse haut das Ding. Jetzt nicht da rein, Alter. What the fuck? Philippe Luis, ignoriere einfach den Ball. Scheiß auf den Ball. Holz einfach Reusung, damit er nochmal verletzt ist. Lauf, Januzaj. Komm schon, gönn dir, Digga. Mit dem Roulette-Spiel. Und gönn dir, Januzaj. Nice, Alter. Ich hab keine Ahnung, wieso Leute. Alter, ich kann heute nicht reden. Ich kann heute fucking nicht reden. Ich habe keine Ahnung, wieso er da die Kehre rausholt. Das war ziemlich dumm von ihm. Und Tummel steht auch nur dumm rum. Auf der Linie hätte er einfach locker easy einfach so machen müssen und der Ball wäre nicht drin. Aber egal, 1-0. Und er drückt Pause. Oh mein Gott. Guckt euch die Statistik an. Ich hasse Menschen! Der geht einfach in der 25. Minute raus. Also ich weiß, dass er übertrieben zerstört wurde, aber trotzdem. Ich hatte 2 Schüsse, 2 aufs Tor, er hatte 0 Schüsse und ich hatte 63% Ballbesitz. Aber trotzdem ist es kein Grund rauszugehen. Aber egal, ich zieh mal meine 2 Packs. Tim, zu dem Howard. Komm schon. Bitte. Howard, gib mir den Stürmer aus der Premier League. Stürmer aus der Premier League. Griezmann. Also er ist schon saugut, aber ich brauche doch keinen fucking Griezmann. So, 2. Versuch. Aller zu dem Bar. Tu es für die ganzen schwarzen Österreicher. Komm schon, Alaba. Stürmer aus der Premier League. Doch fucking Rente, Mann. Oh mein Gott, war das schon wieder scheiße. Passt aber keiner an das Team rein. Also wir haben fast ein komplettes Liga BVA-Team. Wir brauchen einfach nur noch einen Stürmer oder einen offensiven Spieler. Und dann haben wir schon 2 Teams. Aber ich spiele mal wieder hier mit dem Premier League plus Chikaui-Team. Manche haben 70 Fitness, deswegen tue ich zum ersten Mal ein Teamtraining anwenden. Ich habe 3 Stück davon. Und such das nächste Spiel. So, hier ist der nächste Gegner. Fadi 7-8-4-2-0. Wieso hat er so viele Zahlen in seinem Namen? Aber er hat eine 81er Wertung, 100 Chemie. Das ist... Oh mein... Yaya Touré. David Silva, 2. in Form. Mit einer 89er Wertung. Was gibt's denn hier für ein Matchmaking? Ist das schlimmer als Advanced Warfare? Aui, nice! Let's spin! Komm schon! Oh, Chikaui! Oh, mein Gott!
das nice, Mann! Schick Aui, Mann! Ach du Scheiße, mit dem komme ich irgendwie mit 3 Chemie viel besser zurecht als mit Megidi. Schönes Ding! Also mit dem Schuss soll er eigentlich kein Mignole schlagen, aber... Also... Ach du Scheiße, Shikaui geht ja ab wie ein Schnittbrecher aus der Tüte. Sitzki, Roulette und... what the fuck, Mann? Shikaui, lauf! Shikaui! Oh Mann, ich hab gehofft, dass er sein Tor rausholt. Was macht Kabul da vorne? Hat er jetzt schon auf... Ach du Scheiße, Rojo. Ach du Scheiße, Rojo! Jo, Escalier halt vollkommen. Rote Karte. Dieser Gegner hat einen schon nach dem ersten Tor aufgegeben. Yaya Touré ist ein zweitbester Spieler schon mit einer roten Karte. Alter, was tut das denn für eine Folge? Nein, 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 wer auch immer da läuft, hör auf damit. Boah, schön, Janus sei. So muss es sein. Bart, Roulette an dem vorbei. Megidi läuft, Megidi, Batz! Oh mein fucking Gott, Megidi. Jo, wir haben hier schon wieder einen Goldstart. Jo, Schiri! Wie der Torwart Kratschikaui zerstört hat, oh mein Gott. Lauf, Aiden! Aiden! Einfach ein Torwart vorbei. Nein, Mann, ich wollte einen Trickschuss auspacken. Lass mich doch endlich mal an diesem Torwart vorbei. Und Spieler von dem ist verletzt, das heißt, es gibt gerade kein Abseits. Oh, nice. Ja. Er läuft einfach eiskalt mit drauf raus. Mann, dieser Minion ist ein OP-Verteidiger! Song! Oh, dieser Typ. Wieso versuche ich überhaupt mit ihm zu schießen? Rosicki läuft frei aufs Tor! Rosicki! Ball rollen! Hey, dieser Minion, verpiss dich! Ach du Scheiße, Song! Song, Mann, der ist so scheiße im Schießen. Egal, 1-0. Ich mache im Moment nur Scheiß. 6 Schüsse, 2 aufs Tor, 60% Ballbesitz. Der Gegner hat keine Chance. Aber ich sollte mal anfangen, ein paar Tore zu schießen, bevor der irgendwie Glücksfall macht und es dann 1-1 ausgeht. Sisi! Mann, Mignoli, was ist Mignoli für ein Verteidiger? Sondern Next Generation Manuel Neuer. Echt mal peinlich. Ja, Rojo, was ein geile Ballername. Nein, nein, nein! What the fuck, Alter, wie? Wie? Wie steht es jetzt unentschieden? Was macht mein Torwart da für eine behinderte Scheiße? Oh mein Gott, wenn ich gegen diesen Spasten unentschieden spiele, gehe ich mich einfach aufhängen. Jetzt kommt einmal der Tryhard Aiden raus. Jetzt kommt einmal der Tryhard in mir raus. Aiden McGeady, komm schon. Gut, es hat jetzt 1,5 Ingame-Minuten Tryhard gebraucht, damit ich wieder ein Tor schieße, Alter. Ich soll das Spiel mal ernst nehmen. Was zu Aiden. Und Aiden. Und er macht den hier. Und er macht den hier. Und Mignoli kommt raus. Und Aiden geht vorbei. Und Aiden. Und Aiden. Und Aiden. Und Aiden. Und Aiden. Mach einen Trickschuss. Nee, das feiere ich nicht. Was war das denn mit dem scheiß Trickschuss? Das war ganz im Ernst. Was war das denn? Oh, krass, wie er mich verarscht hat. Holy shit, was ein G. Was ein G. Jo, dieser Mignoli. Rastet völlig. What a Trickschuss. Was war das denn schon wieder für ein Trickschuss? Oh mein Gott. Egal, 3-1. Es hätte ich konzentriert gespielt, wäre es irgendwie 11-1 gewesen, aber. Ich war. Lustig drauf. 3-1, ich habe ihn völlig dominiert. So, 3-1, ich habe 16 Schüsse. Er hat einen Schuss aufs Tor und der war drin. Mein Torwart baut nur Scheiße zusammen. Deswegen brauche ich unbedingt einen scheiß neuen Torwart. Aber egal, jetzt öffnen wir unsere 2 Packs. Oh, Griezmann ist vorne drauf. Griezmann ist vorne drauf. Und er gibt uns diesmal, überspringe ich, einen Premier League Stürmer. Der übertrieben scheiße ist. Dann kriegen wir auch noch den Hitlergruß, Spielerheilung, egal. Pack Nummer 2, Lionel Messi ist vorne drauf. Das heißt natürlich, dass wir Lionel Messi auch in den Pack kriegen. Ich überspringe mal nicht. Wir ziehen Rafinha. Und Janmaat, okay.
Ach du fucking Scheiße, haben mir viele Spieler in den Pack gezogen. Holy shit. Egal. Janmark, naja, geht so. Ja, brauchen einen Rechtsverteidiger. Obwohl Philippi Luis und Moreno sind schon so stark. Ich muss mir noch überlegen, ob ich ihn spielen lasse. Und sonst, jo, geht's klar. Das war's dann für heute. Danke fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat, drückt Daumen hoch. Und wenn ihr weitere Pack-to-Glaube-Folgen sehen wollt, dann drückt abonnieren. Morgen kommt, nee, stimmt, ich hab's auch geändert. Übermorgen kommt, ich kann nicht sagen, was übermorgen kommt. Und jo, dann bleibt eigentlich nichts weiter zu sagen, außer ciao und bis zum nächsten Mal.